C'est bon. Sagen, ob das jetzt funktioniert. Wir versuchen jetzt hier das Bachbett ein bisschen enger zu machen und dann hier Wasser rauszulassen. Das heißt, diese Sperre sollte sich dann aufrichten und eigentlich, wie wenn jetzt auf der Böschung droben wäre. Aber ich denke, dass wir das noch ein bisschen schmäler machen müssen. Dann da sowieso. Dann sehen wir dann keinen Unterschied eigentlich. Ja, so. Muss sein, dass sie dann nicht geströmt wird. Das ist dann auch genau. So. Also, du bist am Filmen, hey? Das ist interessant. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht noch für Ölwehrspezialisten, die wir da haben. Das ist jetzt die Situation, wo wir hier diese Öffnungen öffnen. Da noch der gelbe Sandsack irgendwo. Der blaue, gelbe, kleine Sandsack, da legen wir den hier drauf. Jawohl, den beiden hin und los. Aber das ist gut. Ihr habt gesehen, die Sperre, die bleibt eigentlich stabil. Auch wenn da das Wasser darüber läuft. Sei das, wenn sie auf der Straße ist, ein Fahrzeug wieder darüber will. Sicherheit auf die Plane stehen, dass sie nicht wegschwemmt wird.
Und hier werden wir sie jetzt langsam anheben und dann einfach so gehen lassen und schauen, wie das mit, was mit der Teilung passiert ist. Bis jetzt haben wir gesehen, sie hat noch funktioniert. Wir sind hier in einem riesigen, steinigen Sandbett drin. Darum geht natürlich verschiedenes unten durch, nicht zu verhindern. Einmal anheben, dann wird sie gehen und dann gehen lassen. Sofort gehen lassen, ja. Bleib jetzt hier stehen. So. Das wollte ich eigentlich simulieren. Natürlich haben wir jetzt hier noch dahinter auch Wasser. Aber das ist dadurch das ganze System bedingt. So können wir zum Beispiel eine Mauer reparieren, indem wir das Wasser so rundum leiten und dann hier hinten nur noch schuhtief im Wasser stehen, wenn der Wasser knietief daherkommt. Wenn wir das dann noch in einigen Sandsäcken hier absichern, dass da weniger unten durchsteht, haben wir doch sehr schnell einen Bereich, mehr oder weniger trocken, der zum Bearbeiten möglich ist. Das könnte in einem größeren, breiteren Bach auch mal ein Fahrzeug sein, das da drunter im Wasser liegt. Wenn die kleine Feuerwehr, die schon eine solche Sperre hat, die einsetzt und das Wasser und das Unglücksfahrzeug umleitet, dann müssen dann die Rettungskräfte nur noch schultief im Wasser stehen und nicht knietief. Das ist ein weiterer Einsatz, der sich hier jetzt einigermaßen gezeigt hat. Und hier haben wir jetzt für alle, die fragen, funktioniert das auch in der Längsrichtung? Ich glaube, hier haben wir eine gewisse Antwort gegeben. Speziell hier unten, wo es ziemlich eng ist, sehen wir doch deutlich, wie das aufsteht. Das Wasser geht eigentlich durch, da wo dieses Gewicht die kleine Sperre runtergedrückt hat. Ich würde bis morgen warten, bis alles Wasser durchkommt. Moment. Wir hatten da etwa 2-3 cm, als wir anfingen zu stauen. Es ist immer noch aufgestautes Wasser, das da kommt.